Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich, Daily Sharp News. So, dann gucken wir doch einfach mal rein, was ist. Erstmal die Kommentare. Wir gucken erstmal die Kommentare von Matthias Reiterer. Ist neu bei uns hier auf dem Kanal. Wie kann ich Chapter 31 Stelle 3 schaffen? Ist eine gute Frage. Wir schauen jetzt mal ganz kurz rein. Ich habe irgendwann damit aufgehört, die Herausforderungen zu machen. Die Abenteuer. So, dann gehen wir mal da unten rein. Aktuell bin ich. Ja, ich habe irgendwo hier aufgehört bei 26. Aber kann ja mal Folgendes machen. Dass ich dann. Ja, warum nicht? Warum sollte ich nicht auch endlich mal die Kapitel hier durchspielen, wenn wir dann. Mit anfangen. Auf jeden Fall eine coole Idee. Ich bin zwar ziemlich spät dann dran. Die meisten YouTubes werden das schon gemacht haben. Aber ja, dann werde ich das auch mal endlich tun. Auf jeden Fall vielen Dank für die Frage, Matthias Reiterer. Kann ich dir aktuell noch nicht beantworten. Ich werde jetzt in den kommenden Tagen Chapter für Chapter durchspielen und hier auch hochladen. Und dann gucken wir mal, wie man Chapter 31 Stelle 3 schafft. So, dann haben wir noch einen Kommentar von Maximax. Hi, freue mich aufs Box-Opening. Ich auch. Ich hoffe, ich kriege genügend Legis. Vielleicht auch mal eine Mythic oder so nochmal. Aber wäre nicht schlecht. Würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. So, jetzt geht's los. Jetzt sind wir soweit. Wir schauen uns an, was gibt's heute. Hier ist nach wie vor der Teddy bei Mamas altmodischer Geheimnis. Schatulle? Für mich relativ uninteressant. So, aber hier. Jetzt haben wir hier einen Mythic Zoidberg Pack. Das ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer, ne? Das ist eine ganz andere Hausnummer. Hier habe ich 150, aber ich habe nicht genügend. Zwei Stück könnte ich mir holen, ne? Zwei Stück könnte ich mir holen. Aber selbst dann wäre ich noch weit entfernt von den 250. Dr. Seuberger, das ist, ja. Wäre auf jeden Fall mal ganz interessant. Das packe ich, glaube ich, in das Pack-Opening mit rein. Ah, was hat er denn da hier? Kleptobänder, Baked Evil Monkey, Chinchilla Addict Wayne und Hank Hill. Hundert Punkte würden mir fehlen. Das heißt, ich müsste ungefähr. Sagen wir mal, wenn da im Schnitt, keine Ahnung, 12, 13 rauskommen. 8 bis 9 Mal so eine Box aufmachen. Dann hätte ich vermutlich den Dr. Seuberg. Das wäre schon ziemlich cool. Hab ich zwei Stück aufmache? Also gut, das muss ich mir jetzt echt durch den Kopf durchgehen lassen, weil das wäre nicht schlecht. So, dann haben wir nach wie vor die Trippy Chinchilla Box. Das ist natürlich jetzt echt gemein, ne? Die Trippy Chinchilla Box ist natürlich auch geil. Und hier die Heavy Metal Box ist natürlich auch cool. Aber mich reizt das da schon mit dem Dr. Zoidberg. Und da ich nicht weiß, wann der nächste Swole Club kommt und ob die dann wieder mal einen Dr. Zoidberg als Mythic haben, wenn man gut, ich. Na gut. Also, aber jetzt machen wir Folgendes, wir gehen uns jetzt mal die Combo Masteries für heute anschauen. Jetzt kommt der Ober-Mega-Mega-Knaller, yeah man, für 500 Gems, der Espresso Shot Teddy. Ja, den Espresso Shot Teddy. Gucken wir uns den mal an, wie der aussieht. Der ist nicht so
Toll, der geht nämlich nur mit Espresso, deswegen heißt er auch Espresso Shotteddy. Espresso ist so eine Common-Karte, die wirklich ganz spezielle Kombos ausspuckt, aber braucht kein Mensch. Das sind tatsächlich auch die einzigen beiden Kombos, die damit möglich sind. Also es ist, ja, es ist prickelnd, ganz, ganz interessant und spannend. Juhu! Der Espresso Shot Teddy. Ja, okay. Nee, also dafür, Leute, gibt keine 500 Steine aus. So, dann haben wir ja als nächstes den Uncle Teddy und auch den schauen wir uns jetzt mal an. Uncle Teddy. Und der hat tatsächlich genauso viele Kombos. Nämlich zwei Stück. Einmal mit Espresso, der andere da und der jetzt hier mit Slurm. Mit ne Slurm. Ne seltenen Slurm. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich bin froh. Macht da bei den 500 Gems angeboten nur solche Kombos rein, die keiner will. Das ist ganz gut so. Also, braucht man nicht drüber zu reden, die holt ihr euch bitte auch nicht. So, dann geht's weiter. Dann sind wir hier bei der Opera Singer Lila. Und die ist schon ein bisschen besser. Die schauen wir uns jetzt auch mal an. So, das ist dann nämlich genau die hier. Lila, und da haben wir hier Golden mit Golden Fiddle oder eben hier die Mythic Lila. Ja, ist jetzt. Also ganz ehrlich, ich spiele ja gerne und oft hier die Mythic Lila mit meinem Erst-Account. Und es gibt tatsächlich dann einfach Situationen, wo ich die Lila einfach nicht mehr retten kann. Ja, also dann wäre die weg. Und wenn ich tatsächlich keine andere Combo zur Wahl habe, mit der ich die dann tatsächlich nochmal safen kann, dann spiele ich auch schon mal hier die Opera Singer Lila, weil die sich dann wenigstens hochheilt. Oder wenn die andere Möglichkeit ist, ich habe die spielen Rumble Match zum Beispiel oder so. Übrigens haben wir jetzt wieder Rumble am Start, spielen Rumble Match und ja, die Lila hat Schaden bekommen. Und ich möchte einfach, dass die nochmal richtig schön wieder hochkommt, um nochmal ein paar Pünktchen rauszuholen. Auch dann, wegen der Leech-Funktion, spiele ich die Opera Singer Lila. Also, das sind die einzigen zwei Situationen, wo ich das mache. Und deswegen lohnt sich das jetzt nicht wirklich für mich. Geht mir wirklich nur darum, entweder um Rumble-Punkte nochmal zu holen oder sie einfach nur vor dem sicheren Tod zu retten. Aber die 1000 gebe ich dafür nicht aus. Und dann kommt nochmal eine Combo, die wird jetzt wahrscheinlich beim Addicted interessant sein. Gehe ich mal von aus. Ah nee, das ist ja mit Quatsch. Was erzähle ich denn hier? Das ist ja die Heidelberg-Lieferantin, ist ja mit Geldkarten. Ah, sorry. Epic Fail! Ja, und das ist das Ding hier mit Golden Turd. Million-Dollar-Bierdose. Ja. Ähnlich wird dann ähnliche Situation. Also ich habe keine Geldkarten im Deck, weil es bringt mir nichts mehr. Aber es gab schon Zeiten, da habe ich die ganz gerne gespielt, auch wegen dem Swat Bob, da Golden Turd, ne? Swat Bob war schon nicht schlecht gewesen. Aber so habe ich keine Money Cards mehr im Deck. Deswegen ist diese Combo auch für mich sehr uninteressant. Und ja, ich denke mal, für euch lohnt es auch nicht. Und deswegen könnt ihr da getrost drauf verzichten.
Also, wenn dieses Video für euch informativ war, wenn es euch geholfen hat, dann lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Da wären wir super happy drüber. So momentan geht die Abonnentenzahl doch relativ schnell hoch. Wir wollten jetzt mal endlich dieses Abo-Special machen und dann haben wir schon fast 20 Abonnenten wieder drauf. Das geht ja momentan echt rasend. Viele, viele Danksagungen an euch alle. Es ist sensationell. Die Community wächst wieder relativ schnell an. Für unsere kleinen Verhältnisse. Und freuen wir uns riesig drüber. Also immer wenn da die Zahl ein klein wenig nach oben steigt, dann sind wir mega happy. Also vielen, vielen Dank an euch alle. Und ja, und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit Media Man gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.